Ah, Mann. Der kleine Bastard. Wie gesagt, das Thema vom ersten Buch ist eher aus Versehen parasitärer Befall. Ich weiß nicht, wo der steht. Ich glaube, der steht da rechts. Kommt nicht in jeder Geschichte vor, aber Schwerpunkt sind tatsächlich Parasiten. Eigentlich kannst du das Ganze als Parasit sogar sehen. Dieses ganze Tunnelsystem, das man sich da überlegt hat. Ja, also ich habe bis jetzt 3 Geschichten im Kopf für den nächsten Band. Und das sind eigentlich, je nach Länge, denke ich, immer zwischen 8 und 10 Geschichten. Aber ich mache es eigentlich immer so, ich überlege mir so die Geschichten und dann warte ich einfach ein bisschen ab. Und wenn ich dann nochmal drauf gucke auf die Idee, sage ich, ja, passt, gefällt mir, oder nee, ist doch eher nix. Und dann schreibe ich sie und dann warte ich ein bisschen, lese die und dann, ja, war das was oder war das nicht? Oh Gott. Hi Lincoln. Na gut, die sind, wie gesagt, die sind zwar an sich, es wird nicht alles an sich eigentlich abgeschlossen sein. Die Geschichte, um die es geht, die ist abgeschlossen. In dem Band kommt eine Figur vor. Die hat eigentlich keine Aktion. Die kommt halt da einfach vor für ein Gespräch und das war's. Aber da habe ich mir tatsächlich überlegt, für den zweiten Band der eine Geschichte zu geben. Und ich habe auch 2 Figuren im Kopf, die möchte ich eigentlich, dass sie immer wieder mal vorkommen. Aber halt in verschiedenen Phasen, also Tage, Wochen, Monate später von dem, was da passiert ist. Aber das sind dann wieder eigene Geschichten, beziehungsweise du erfährst halt, wie es mit manchen Figuren weiterging oder endete. Das ist jetzt die Idee. Ob ich so umsetzen kann, weiß ich nicht. Und ich reg mich hier jetzt gleich wieder auf. Alter. Langsam kommt wieder die Ungeduld hier durch. Vielen Dank für deinen... Oh Gott! Oder, wie man bei uns im Saarland auch sagt, wer do ist, ist do. Es ist nicht so schlimm, dass es nicht für Elvis gut ist. Und wir machen uns keinen Stress. Okay, ich renn durch und drück den Knopf. Danke, Fallner. Vielen lieben Dank fürs Abo. Und für den kleinen Herzinfarkt. Jetzt war nichts da gewesen, oder was? Das Spiel verarscht mich hier doch aufs... Geh weg! Jetzt war was da! Was war da? Huhn oder Ei? Ich weiß es nicht! Gott, ich habe ein Kribbeln in der Zunge vor lauter Scheiße labern hier. Ich muss mal drauf achten, manchmal liegt da eine Leiche drin. Könnte es auch sein, dass der Feuerlöscher vielleicht mal ausgetauscht wird. Und Lincoln, wie war dein Tag? Es regt mich immer noch auf, dass ich nicht weiß, wie ich dieses Soundding überlebe.
Nö, hinter mir ist die Tür zu. Hör auf mit Hüpfen. Ich hatte letztens einen Patienten mit Oberschenkel-Halsfraktur, der mir nicht geglaubt hat, dass er eine Oberschenkel-Halsfraktur hatte. Gemeint hat, er müsste lustig sein und auf dem Bein rumspringen und auf einmal war das Bein so ein Stück kürzer. Entschuldigung, so ein Stück, wie meine Handfläche. Ich habe heute was aufgenommen noch für YouTube. Hab heute einen großen Frühjahrsputz gemacht. Bin immer noch nicht fertig, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Patient, das tut mir ganz leid zu sagen. Dem gönn ich's. Weil das einfach so eine dumme Person ist. Die einem das Leben so schwer macht, so unnötig schwer. Vielleicht lernt die Person es jetzt. Nein, wird sie nicht. Mit fast 90 Jahren lernt man so eine Scheiße nicht mehr. Solange du nicht auf dem Bein rumhüpfst, ist es ja, glaube ich, in Ordnung. Ich sag jetzt mal, ich muss, weil ich gehe weiter. Guck, wenn ich jetzt zurück will, das geht nicht. Der Forel lebt. Das ist alles gut. Sie hat ihre komische Haltung. Er läuft nochmal. Gut, die Besserung. Entschuldigung. Ich sag jetzt, es war was und ich hab's übersehen. Fuck you! Du hast gut, du hast hier die Scheiße hier nicht mehr vor dir, ey. Ja, irgendwas ist mit der. Wie gesagt, die bewegt sich ja auch. Die macht den Mund auf und zu, die Augen. Ich kann es echt nicht sagen. Ach, das ist grausam. Ich kann echt nicht sagen, oh ja, jetzt hat sie die Augen zu oder auf, das ist eine Anomalie. Ach so, warte mal, das tut echt, ja. Ich muss echt mal drauf achten, auf diesen Feuerlöcher. Lincoln, ich hole so oft irgendwelchen Leuten irgendwas aus dem Mund, was irgendeiner reingesteckt hat. Das ist nicht normal. So, das ist das Rätsels Lösung, okay. Wie gesagt, ich wäre ja für, dass die auf einmal aufsteht und einen Krabbengang macht. Das ist ein gefährliches Thema. Alte Leute benehmen sich manchmal wie kleine Kinder, aber du hast sie nicht zu behandeln wie kleine Kinder. Muss ich einfach sagen. Wobei das teilweise auch nicht stimmt. Wenn einer von der Demenz her so ist, dass er gerade ein Kleinkind ist, dann musst du ihn halt auch mit dem Umgehen wie mit dem Kleinkind. Das hat nichts mit respektlos zu tun, sondern das ist auf die Welt der Leute eingehen. Hör auf, durch die Tür zu gehen, wenn du glaubst, da wäre nichts. Drück den Scheißknopf. Ja, das ist ein Horrorspiel. Das 20 Minuten geht. Und ich bin seit 2 Stunden 40 hier drin. Kennst du Exit 8? Dieses U-Bahn-Spiel. Oder, Station 5. Ja, so hieß es. Du läufst durch ein Gebiet, das sich immer wieder wiederholt.
Du musst eine bestimmte Anzahl da durchqueren und halt erkennen, ob da gerade eine Anomalie ist oder nicht. Entweder es ist eine kleine Änderung oder es ist gar nichts. Wenn nichts ist, muss ich da einfach durchlaufen. Wenn hier eine Änderung ist, ist in dem Spiel so, muss ich den Knopf drücken und dann durchgehen. Wenn ich richtig liege, geht das hier weiter. 13 muss ich, glaube ich, erreichen. Es gibt auch ein paar Jumpscares hier. Also ein paar Monster oder sowas. Das meiste ist Kleinigkeiten, dass mal ein Bild anders ist oder irgendwo Blut ist. Aber es gibt hier auch zwei, drei Sachen, die einen erschrecken. Wenn man so schreckhaft ist wie ich. Ich muss halt erkennen, ob eine Anomalie da ist. Manchmal sind es offensichtliche Dinge wie die hier. Manchmal ist es sowas Kleines wie, dass hier das Bild anders ist. Wenn Anomalie war, drücke ich den Knopf und wie gesagt, es geht weiter. Und es gibt eine Anomalie, die konnte ich bisher nicht abwehren, weil ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Das ist so ein Schrei. Oder was auch immer, so ein Sound. Das ist ein Sound und wenn ich da warte, da ist ein Bein drin, dann bringt es mich um. Mich erschrecken auch alle Leute auf der Arbeit. Und wir haben bei uns auch öfters da im Kasten vom Feuerlöcher ein Bein drin. Das ist auch schon passiert. Ich hatte tatsächlich schon mal ein Auge in der Kaffeekanne. Es war aber ein Glasauge. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nur nicht. Der Schreck war da. Ich mag die Spiele von der Atmosphäre her. Das einzige Problem ist, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du total genervt bist, weil du nicht weißt... Ah, Glück gehabt, ob was ist oder nicht. Ich warte die ganze Zeit nochmal auf den Zombie hier. Irgendwas ist mit der Oma, das kann mir keiner erzählen, dass da nichts ist. Ah, da haben wir wieder die Dämonenbraut. Auf einmal glaubt mir das mit dem selbstverständlich, mit dem Benehmen ist leider nicht selbstverständlich. Also mir bräuchte im Heim keiner zu kommen, ey, jetzt haben wir jetzt so hier eine feste Essenszeit, wenn ich esse will, esse ich. Und nicht, wenn ich jetzt halt außerhalb von der normalen Zeit esse will, dann gäbe es nichts zu essen. In meiner Ausbildung war es so gewesen, wir machen jetzt Betreuung. Wer jetzt aufs Klo muss, hat Pech. Da wurde einfach die Tür abgesperrt und dann konnte keiner aufs Klo gehen, während einer aus der Zeitung vorgelesen hat eine Stunde. Oh, fuck you. Ja, toter Vogel, okay. Das ist aber leider halt noch viel Standard, das ist das Problem. Es hat sich vieles zum Guten gewandelt, muss man. Ah! Fuck you! Muss man sagen. Aber es gibt noch genug Sachen, die an denen man arbeiten muss. Okay, das hat sich auch geändert. Als ich beim Roten Kreuz gearbeitet hatte, da hat man einer Kollegin gesagt, die soll mit den Bewohnern von der Demenzstation einen Stern, der deinen Namen trägt. Choreografieren mit den Demenzbewohnern fürs Sommerfest. Und das war dann immer so, ein Stern, der deinen Namen trägt, dann mussten die die Arme hoch und da hatten sie einen Stern, wo ihr Name drauf stand. Könnt ihr euch vorstellen, mit den Dementen hat das nicht so gut geklappt. Was ich für mich aber schlimm fand, wir hatten einen offenen Platz, da war die Feier, die war schön. Wir hätten ja einfach durch den Haupteingang über den normalen Weg gehen können. Nein, mein Chef wollte nicht, dass die Dementen die Leute belästigen und hat dann uns durch den Hintereingang oder Ausgang in dem Fall rausgeschickt. Kann ich teilweise verstehen, so eine große Gruppe von Dementen ist dann halt auch schwierig, das kann ein bisschen zu viel für die sein, dass man die so ein bisschen abseits. Man hätte sie aber durch die Cafeteria fahren können, dann wären sie auch an dem Punkt rausgekommen. So standen wir im Müllraum. Da war der
Da waren die Müllsäcke, da waren die Essensreste im Hochsommer. War ein wunderbarer Geruch. Und da mussten wir warten, bis wir drankommen. Das war ein total enger Raum, wo eine Person, also man konnte in einer Reihe laufen, da konnten keine zwei Leute nebeneinander laufen. Und wir haben da neben dem Müll gestanden, neben den verschissenen Windeln und dem anderen Scheißdreck. Mussten draus singen, hat natürlich nicht hingehauen mit der Choreografie. Die Kollegin, die es nicht hinbekommen hat, hat jede Menge Ärger bekommen. Das funktioniert mit Dementen nicht. Und Demenz ist nicht Demenz, muss man auch sagen. Und was ich bis heute schlimm finde, dass diese Drecksau von Hausleitung eine Auszeichnung bekommen hat. Rotes Kreuz, muss ich nochmal sagen. Eine Auszeichnung bekommen hat für den tollen Umgang, den sie mit den Leuten hat. Für seine Arbeit mit den Alten. Auch da habe ich, unter die Auszeichnung habe ich einen schönen Satz geschrieben hier. Da, leck mich, so und so. Das und das hat er den Alten angetan. Und die Drecksau hat eine Auszeichnung gekriegt. Die Person war die Leitung. In dem Lader haben sie ganz viel Beschiss gemacht. Die Leute bezahlen fürs Mittagessen. Wir haben eine Waage hochbekommen. Auf dem Teller durfte eine gewisse Menge an Essen sein. Wenn du weniger wolltest oder mehr, war scheißegal. Es gab keinen Nachschlag. Die Reste wurden dann von der Chefin von der Cafeteria abgeholt, in die Cafeteria gebracht und nochmal verkauft an Mitarbeiter, an Bewohner und an Angehörige. Also das Essen, was die Leute sowieso mit dem Normalen, was sie bezahlen, bezahlt haben, wurde ihnen, wir haben es von extern bekommen, es wurde nicht bei uns gekocht, wurde eingeteilt und die Reste wurden dann nochmal verkauft. Ich habe es gemeldet damals beim Roten Kreuz und stehe beim Roten Kreuz auf der schwarzen Liste. Ich kriege keine Stelle beim Roten Kreuz mehr und da bin ich auch ehrlich gesagt froh. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Naja, also so eine richtige Demenzstation gibt's nicht mehr. Jetzt sagt man ja, das Konzept der gemischten Stationen ist teilweise gut, teilweise nicht so gut. Weil ich kann es auch verstehen, dass wenn die Leute... Wenn die Leute... Wenn sie noch gesellschaftlich anerkannt normal im Kopf sind, zu sagen, du musst das jetzt aushalten, dass der sich beim Mittagessen auf einmal anfängt auszureimen, die Scheiße aus dem Arsch zieht. Der ist halt krank, das musst du akzeptieren. Kann ich verstehen, dass die sich aufregen und dass die auch sagen, das ist eine Zumutung. Das verstehe ich. Natürlich sind die Leute krank und machen das nicht absichtlich, aber das heißt nicht, dass man es jetzt deswegen jeden Tag die Kackhaufen auf dem Frühstückstisch erwarten muss. Das ist wieder gefährlich. Wie gesagt, so richtige getrennte Stationen gibt es so gut wie gar nicht mehr. Weil man zwar jetzt sagt, ja, das ist viel besser vom Konzept her, aber es ist eine ganz einfache Wahrheit. Eine Demenzstation hat nach neuester Gesetzgebung 2018, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 2018, Recht auf mehr Personal. Deswegen gibt es kaum noch Demenzstationen, das sind dann geschützte Bereiche. Das heißt, die Person kann das verlassen, ist aber schwieriger. Dann ist halt der Türgriff anstatt auf normaler Höhe ganz oben. Es gibt genug Leute, die kommen da dran. Oder für einen Aufzug brauchst du einen Schlüssel. Das darfst du machen. Auf einer Demenzstation braucht jeder, der da ist, einen Beschluss vom Amtsgericht, dass die Freiheit entzogen werden darf. Ha! Wenn der nicht... Nein! Ich verstehe es nicht, was ich machen muss in dem Fall. Ah, da ist wieder der Typ, der leckt. Ja, ohne Beschluss vom Amtsgericht darf ich auch keinen auf einer Demenzstation festhalten.
So, und deswegen, wie gesagt, Personal und noch diese Beschlüsse. Deswegen machen die meisten Heime das gar nicht mehr. Deswegen gibt es auch so gut wie gar kein betreutes Wohnen mehr. Weil betreutes Wohnen hat nach neuester Gesetzgebung Anspruch auf mehr Personal. Also auf eigenes Personal. Für den Nachtdienst. Das heißt, dass quasi einer für das normale Haus da wäre und einer für den, eine Fachkraft. Nicht mal ein Helfer, eine Fachkraft. Und einer für den geschützten Bereich, für den betreutes Wohnbereich. Und deswegen haben viele Heime das betreute Wohnen tatsächlich inzwischen abgeschafft. Also wir haben bei uns im Heim 138 Bewohner, wenn wir voll besetzt sind. Und im Normalfall sind wir zwei Nachtdienstler, also zwei Mitarbeiter. Das wird nicht mehr erlaubt, Lincoln, weil wenn sich ein Bewohner dabei verletzt, greift die Versicherung nicht. Sag mal! Also es wird noch ganz, ganz selten gemacht. Betreutes Wohnen, es heißt betreutes Wohnen, aber die Leute sind für sich selbst verantwortlich. Also es wird noch gemacht mit dem Kochen, aber es ist halt, es wird nicht mehr so wie früher gemacht, weil, wie gesagt, wenn sich jemand dabei verletzt, ist das eine Körperverletzung und dann ist das Heim dran und den Schuh will sich halt auch keiner anziehen. Aus demselben Grund dürfen die Leute auch nicht mehr beim Tischdecken helfen oder sonst irgendwie was machen. Das ist, also es ist teilweise extrem traurig, dass die Leute so viel langweilen. Leck mich doch! Drück ich den Knopf, ist es falsch. Drück ich ihn nicht, ist es auch falsch. Die Leute langweilen sich. Und das ist mir auch klar, wenn man nichts mehr darf. Das ist... Ach. So, jetzt habe ich so richtig hier. Oh nein. Das ist grausam. Oh, wenn ich nur wüsste, wo die Scheiße steht, ey. Ich weiß nicht, ob der links oder rechts steht. Ich rate eigentlich so ein bisschen. Es ist kein Wunder, dass die Leute immer mehr anfangen durchzudrehen in den Heimen.